Du bist nicht so sicher, ob du mit Yoga beginnen sollst, weil du bist total eingerostet und du weißt nicht, ja, diese ganzen Posen im Internet, die schrecken dich irgendwie ab, die Leute machen komische Verbiegungen und du bist jetzt eher nicht so die Brezel und bist halt echt ziemlich, ziemlich eingerostet. Dann bleib jetzt dran, denn ich teile mit dir drei Schritte, wie du einen richtig gelungenen Yoga-Start schaffst, dabei von Anfang an dich richtig, richtig gut fühlst, Spaß hast und dann auch gerne und mit Freude dran bleibst. Als unbewegliche Yoga-Anfängerin haben wir ja ganz andere Herausforderungen wie alle anderen. Wir müssen ja erstmal den richtigen Kurs finden und oftmals scheitert es schon da, sodass der erste Schritt ist, der allererste Schritt, Augen auf bei der Kurswahl. Kein Mensch hat Freude daran, in den Stellungen sich wie ein Hampelmann vorzukommen oder zu denken, ich kann das nicht. Kein Mensch scheitert gerne, macht Dinge nicht richtig, einfach weil er sich eingeschränkt fühlt, behindert fühlt. Wer will denn sowas weitermachen, bei dem man sich vorkommt wie der letzte Clown? Das ist doch auch vollkommen klar. Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor 4 Jahren Heilfasten gemacht habe. Und da war ich ja selber auch schon Yogalehrerin. Und da muss man natürlich dazu sagen, die Leute, die jetzt Heilfasten gemacht hatten, die hatten ja gar nichts an der Schraube mit Yoga. Und trotzdem haben wir da so einen Yoga-Anfängerkurs angeboten bekommen, weil so moderate Bewegung ist ja sehr, sehr gut beim Heilfasten und unterstützend. Und ich war voller Vorfreude und denke, hey, ist ja toll, Yoga für Anfänger, das ist ja super. Und dann habe ich das Video angeschaltet und habe gedacht, okay, ich kann das jetzt, aber ich weiß, dass ich das als Anfänger nicht gekonnt hätte. Und ich weiß auch, dass das ganz viele meiner Yoga-Anfänger überhaupt nicht geschafft hätten und sich dabei mies und abgehängt gefühlt hätten. Und da habe ich so gedacht, nee, das muss doch auch anders gehen. Das war dann auch ein Grund mit dafür, wie mein unkomplizierter Anfängerinnenkurs entstanden ist, nämlich genau aus diesen Gefühlen, weil ich einfach gedacht habe, ja, viele Yogalehrer, die vielleicht selber flexibel sind, die können sich ja gar nicht hineinfühlen. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Da kommen natürlich so Sprüche wie, du darfst dir eine Decke nehmen, du darfst dir dies und das nehmen. Aber wir haben immer so dieses, nee, muss ich nicht, nee, nee, keine Extrawurst für mich, nee, bloß keine Extrawurst für mich, bloß jetzt hier nicht auffallen, nee, 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 mach ich nicht, mach lieber wie alle anderen. Wie alle anderen ist super. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einen Ansprechpartner haben und dass du auch einen Ansprechpartner findest, der dir wirklich da auch den Mut macht, gut für dich zu sorgen und die Dinge dir zu nehmen, die du brauchst. Also, ein Start, bei dem du dich direkt von Anfang an erfolgreich fühlst, das ist der erste Schritt. Denn wenn du dich dabei nicht gut fühlst, dann wirst du nicht weitermachen und das ganze Vorhaben wird nicht gelingen. Der zweite Schritt, ein Auge zudrücken. Wir Yogis können ja sogar 3 Augen zudrücken, nämlich das erste, das zweite und das dritte. Ja, kleiner Scherz, ne? Sei mir mal gestattet an dieser Stelle, ein Auge zudrücken. Das heißt also, wenn du merkst dann, okay, hier oder da klappt es noch nicht und ja, ich brauche die Hilfsmittel, dann sei liebevoll mit dir, drück ein Auge zu. Es ist ja gar nicht so schlimm, wenn nicht auf Anhieb alles sofort so ist, wie du dir das vielleicht vorstellst. Und das ist total beruhigend, wenn wir dann andere Frauen treffen in einem Kurs, die denen es vielleicht genauso geht, die gleichen Herausforderungen haben. Und ich habe das immer wieder in meinen Anfängerinnenkursen, dass wir dann, wenn wir uns im Gruppencall sehen oder hören, dass dann immer wieder es heißt, bei mir ist das so und so und alle anderen so, ja, bei mir auch. Und meistens sage ich, ja, bei mir auch, war es auch früher selber so. Von da an, drück ein Auge zu, versuche nicht, das war das, was mir total im Weg gestanden hat als Yoga-Anfänger, zu perfektionistisch zu sein, alles wirklich perfekt machen zu wollen. Und dadurch wird man so, ja, dadurch wird man noch unbeweglicher eigentlich, weil sich alles so verspannt und ankrampft und verkrampft. Und ich wollte damals auch nicht ich wollte einfach damals auch nicht loslassen. Also je mehr du mit der Grundintention Auge zudrücken an die Sache rangehst, desto besser wird dir das Ganze gelingen und desto eher wirst du auch beweglicher werden. Und Schritt Nummer 3, passend machen. Du darfst dir Hilfsmittel nehmen, du darfst dir Unterstützung nehmen, aber du musst natürlich wissen, wie. Und dafür such dir jemanden, der dir zeigt, wie du Hilfsmittel einsetzen kannst, wie du die Grundstellungen beim Yoga so anpassen kannst, dass sie noch absolut richtig sind, dass sie die
richtige Wirkung haben, die Wirkung, die sie auch haben sollen. Aber setze Hilfsmittel ein, indem du zum Beispiel mal deine Arme verlängerst oder dir irgendwo mal ein Kissen unterlegst, wenn die Dehnung dann doch zu stark ist und du merkst, okay, ich muss das Ganze jetzt hier bremsen. Oder einfach Hilfsmittel wie ein Gurt, der dir nochmal hilft, gut in die Stellung hineinzukommen und dich so dabei auch richtig, richtig gut zu fühlen. Und mit diesen drei Schritten, also erfolgreich starten, ein Auge zudrücken und die Übungen für dich passend machen, damit wirst du erfolgreich in die Yoga-Welt starten und du wirst auch Lust haben, dran zu bleiben und weiterzumachen, weil du dich ja von Anfang an richtig, richtig gut fühlst und eben nicht wie ein Hampelmann. Und wenn du jetzt sagst, ja, das klingt jetzt alles ganz toll und das hört sich ja irgendwie logisch an, aber ich weiß nicht so genau, wie ich das Ganze anstellen soll, dann ist der unkomplizierte Anfängerinnenkurs möglicherweise dein perfekter Yoga-Start. Und hier unten unter dem Video erfährst du mehr darüber und kannst sehen, ist das vielleicht für mich das Richtige. Meine Liebe, wir sehen uns nächste Woche wieder. In der nächsten Folge geht es dann um die Yoga-Hilfsmittel und wie du dir die Yoga-Hilfsmittel aus Alltagsgegenständen, Dingen, die bei dir zu Hause schon vorhanden sind, einfach zusammensuchen kannst, damit du direkt mit Yoga starten kannst. Ich freue mich auf dich, auf nächste Woche. Bleib großartig. Wir sehen uns.